Als ich das erste Mal von Sirius, dem Klavier mit schmaleren Tasten, gehört habe, dachte ich mir, das ist wirklich sehr interessant und war dann natürlich auch gespannt, darauf zu spielen. Und als ich es dann probieren durfte, war es dann schon so, wow, das ist ein sehr neues Gefühl für mich. Und leider Gottes kann ich jetzt auch sagen, dass das Bewusstsein für den physiologischen Aspekt eines klavierspielenden Menschen sehr unterschätzt wird. Und leider Gottes ist es auch ein unterschätzter Punkt auch für Männer. Ich finde, dass dieser Aspekt auch noch dazukommt. Und Sirius ist ein hervorragendes Projekt, um eine gewisse Awareness, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ich durfte dankenswerterweise recht viel Zeit mit dem Instrument verbringen in den letzten Monaten. Und es gibt zwei Punkte, die wirklich bemerkenswert waren. Einerseits beim ersten Spiel, wo man sich dachte, wow, das ist toll. Und dann noch einen zweiten Freudenmoment, der aber nur kontinuierlich kommt. Also es ist nicht auf einmal, sondern es ist ein schleichender Prozess, aber im positiven Sinne. Und ich habe auch viele Stimmen an unserer Hochschule gehört, die sehr davon angetan sind von diesem Projekt, sich aber jedoch auch ein besseres Instrument sich wünschen, weil der Flügel, der im Moment in Betrieb ist, ist einfach kleiner, hat seine technologischen Grenzen und deswegen würden wir uns sehr einen größeren Flügel wünschen.